Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Heute geht es um eine neue Legende, die geleakt wird. Ob das jetzt die nächste Season 13 wird, denn da hat man nämlich schon eine Vermutung, welche das in Season 13 wird. Das ist wahrscheinlich nicht die Legende, um die es geht. Könnte also sein, dass in Season 14 diese Legende kommt. Ich habe da aber noch eine andere Vermutung, dazu gleich aber mehr. Es geht um den Kontrollmodus und es wurde ein neuer Modus in den Gamefiles gefunden. Dazu auch später mehr. Ist auf jeden Fall ein Modus, den sich wahrscheinlich sehr, sehr viele wünschen, nur ein bisschen abgewandelt, hat auf jeden Fall was mit einem Solo-Modus zu tun. Wir fangen direkt mal an. Eine Legende namens Hawk wurde gefunden. Diese Legende wurde von mehreren Dataminern bestätigt und gefunden in den Gamefiles. Das ist also kein Blödsinn, den ich hier erzähle. Einzig das, was noch offen ist, in welcher Season diese Legende kommt. Es könnte tatsächlich 13 oder 14 sein, wie gesagt, und sie hat Sniper-Fähigkeiten. Auch das wurde bestätigt. Ich habe gleich noch ein Bild für euch, wie ein Spieletester mal wieder heimlich ein Bild veröffentlicht hat. Und dort siehst du den Auswahlbildschirm auch mit den Fähigkeiten geleakt. Und warum das so gut passt, denn ich erinnere immer wieder gerne, wenn ich über neue Legenden rede und die Fähigkeiten vielleicht relativ bekannt schon sind, wie das hier zum Beispiel, habe ich ja schon zweimal gemacht, vor einigen Jahren über die Zukunft. Legenden gesprochen. Damals wurden diese Sniper-Fähigkeit einer Legende namens Prophet eventuell oder eben Seer ist es geworden, der jetzt nun seit einigen Seasons im Spiel ist und aber andere Fähigkeiten hat. Aber die Fähigkeiten sind Passiv, Sniper Training, Spotter Sight und Triple Tap. Alle drei Fähigkeiten sind nahezu fast unverändert der neuen Legende zugeschrieben. Ich blende euch das jetzt einfach mal ein. Moment, ich blende euch erst das ein. Das wurde fotografiert. Lasst euch von diesem Bild der Legende nicht zu sehr ablenken. Das sieht ein bisschen dämlich aus. Auf jeden Fall wurde es von einem PlayStation-Spieletest abfotografiert und auch die Qualität der Schrift ist ein bisschen bescheiden, aber es wurde schon von mehreren Dataminern so ein bisschen entziffert. Wir fangen einfach mal an. Hawk hat folgende Fähigkeiten. Passiv, Sniper Kit, da ist noch nicht ganz sicher, ob das so ein bisschen wie die passive Fähigkeit, die eigentlich Pathfinder kriegen sollte. Es kann sein, dass wir zum Start schon mit einem Dreifach-Holoscope rumrennen, was wir aber ausschließlich auf Long-Range-Weapons draufpacken können. Müssen wir mal sehen, einige interpretieren da rein, dass du in einem Dreifach-Scope ohne Waffe einfach die Map so ein bisschen abscannst und guckst, ob du irgendwo Gegner findest. Da muss man mal abwarten. Dann haben wir die taktische. Das soll wohl so eine Art Vogel sein, den man entweder kontrollieren kann oder der einfach irgendwie völlig random irgendwo lang fliegt. Und man soll sich wohl angeblich an diesen Ort, wo der Vogel gerade ist, hin teleportieren. Und dann kann man halt auch Gegner scouten. Ich bin mal gespannt. Das klingt auf jeden Fall extrem geil. Und die ultimative Fähigkeit ist das, was ich hier auch gerade nochmal eingeblendet habe. Moment, ich mache es hier nochmal weg. Die ultimative Fähigkeit vor ungefähr 2,5 Jahren geleakt, dass du eine Sniper-Rifle mit 3 Schüssen ausrüstest. Wenn die 3 Schuss vorbei sind, ist die Sniper-Rifle wieder alle. Und dann kannst du die wieder wegpacken und dann ist die fort. Und es soll hier so sein, dass du eine blaue Kraber als ultimative Fähigkeit dir auspackst. Ich glaube nicht, dass diese blaue Kraber tatsächlich und deswegen blau, um das nicht mit dieser roten Care Package Kraber zu verwechseln, dass du eben da auch nur 3 Schuss hast. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man 12 Schuss mit der Kraber, mit der Ulti Kraber haben wird, wenn es denn so kommt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Meine Theorie. Das habe ich auch schon gefunden. Man vermutet Blisk in Season 13, ein bekannter Charakter aus dem Titanfall-Universum, sollte also nichts Neues sein. Und in Season 14 wahrscheinlich Hawk. Jetzt aber meine Vermutung, denn die Community wünscht sich schon sehr, sehr lange eine unterstützende Legende wie Sloba, aber hauptsächlich Lifeline ist, die ja die einzigen sind, die diese blauen Lootbins öffnen können und da ist Sonderloot drin. Es geht eher um die Fähigkeiten, andere Legenden passiv mit Heilung zu unterstützen. Da ist Lifeline tatsächlich bis jetzt immer noch die einzige und Respawn hat gesagt, keine Sorge, wir sind dran. Es ist wohl sehr, sehr zeitnah in Planung, so eine Legende rauszuhauen. Gibt es auch in den Gamefiles schon seit über 2 Jahren eine Legende, die sehr interessant klingt. Gehe ich jetzt aber hier nicht drauf ein. Deswegen könnte es sein, dass vielleicht zwischen Season 13, 14, 15 irgendwo vielleicht aber erst eine Legende kommt, die eben
unterstützend wirkt, so wie Lifeline, was ich auf jeden Fall extrem begrüßen würde. So, habe ich noch irgendwas? Das habe ich euch gezeigt. Jetzt möchte ich, Moment, Kontrolle, bevor ich hier drauf eingehe. Das weist nämlich auf einen wahrscheinlich Free for All, kennen wir aus COD, Solo-Modus hin. Alles, was du siehst, schmetterst du einfach nieder. Alle freuen sich, keine Ahnung, wie viele da auf der Map sind. Es wird wahrscheinlich so ein bisschen wie Kontrolle sein, nur ohne, dass du Kontrollpunkte einnehmen wirst. Das wird dahinter vermutet. Und ja, eben auf alles ballerst, was dir so in den Weg kommt. Also alle gegen alle. Vielleicht 8 gegen 8, 10 gegen 10, keine Ahnung. Also nicht 8 gegen 8, sondern 8 oder 10 Leute auf der Map und du kannst alles töten. Ihr wisst, was ich meine, bevor ich mich um Kopf und Kragen quatsche. Und jetzt der Kontrollmodus, da möchte ich noch mal ganz kurz drüber reden. Man hat gehofft, dass der Kontrollmodus permanent kommt. Aktuell hat sich Respawn dagegen ausgesprochen, warum auch immer. Da habe ich wieder Zeilen gelesen von wirkt sich negativ aus, bla bla bla, so wie es damals mit dem Solo-Modus der Fall war, was ich bis heute totalen Käse finde, leider Gottes. Aber der Kontrollmodus soll in verschiedenen Abständen immer und immer wieder kommen, als Limited-Time-Modus, andere Maps, vielleicht andere Regeln und so weiter. Und das bringt auf jeden Fall eine Menge Spaß. Da bin ich auf jeden Fall extrem gespannt und vergesst nicht mal in die Kommentare zu schreiben, was ihr von dem Kontrollmodus bis jetzt gehalten habt. Ich finde ihn fürs Warm-up auf jeden Fall extrem genial. Jetzt möchte ich euch noch dieses Video hier oben da ans Herz legen. Das hat vielleicht schon einige abgeschreckt, weil sie es im Thumbnail gesehen haben. 2019, das ist ein aktuelles Video von mir. Ich habe mich an die Königsdisziplin Reaction Videos getraut. Das ist leider noch gar nicht ganz so gut angekommen. Ich empfehle euch da reinzugucken. Das sind so geile Clips. Das sind die Top 50 2019 Clips Season 0 bis Season 3 Kings Canyon und World's Edge. Das ist der erste von 3 Teilen. Und das sind so geile Clips dabei. Ich kann es euch nur ans Herz legen, da einfach mal reinzuschauen, dass Reaction-Videos nicht jedermanns Sache ist. Das weiß ich. Kann ich auch völlig nachvollziehen. Aber meine ersten 4 oder 5 Reaction-Videos, die schon seit einigen Tagen draußen sind, die kamen sehr gut an. Habe ich mich sehr gefreut. Deswegen möchte ich euch dieses Video auf jeden Fall noch ans Herz legen. Das war es jetzt von mir und der zweite Teil wird, denke ich mal, dann Mittwoch oder Donnerstag rausgehauen. Ich wünsche euch noch was. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.